Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist Survival. Wie versprochen, am Ort, wo wir damals aufgehört hatten. Denn wir machen uns auf Richtung Stadt. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir ein paar Getränke, eine kleine Dose dabei, ein bisschen gepökeltes. Allerdings bin ich jetzt vorsichtig. Denn ich meine, ich hätte davon eine Lebensmittelvergiftung gekriegt. Obwohl ich das hier halt gepökelt habe und alles. Also es ist ein bisschen seltsam, also was hier in den letzten Folgen passiert ist. Auch, dass ich diese Lebensmittelvergiftung gekriegt habe, obwohl ich gar nichts gegessen habe. Das finde ich schon ein bisschen seltsam. Man muss das mal beobachten. Ich habe es einfach mal dabei, ein so ein Exemplar. Wenn wir davon jetzt wieder eine Vergiftung kriegen, dann ist da irgendwas buggy. Ja, wir sind wieder hier und steigen direkt ein in unser Vehikel. Machen uns auf Richtung Town. So. Wobei, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, wir wurden ja letztes Mal, musste ich ja schnell hier weg. Oder bin ich ja weggefahren? Ich guck mal eben kurz. Ich fahre mal rechts rum. Mal kurz zu dem einen Gelände. Guck mal hier irgendwie runter. Wie sicher und heil. Ich guck mal eben kurz. Alter. So. Okay, also dieses Militärcamp von damals mit dem Alien innen drin in der Halle scheint nicht mehr existent zu sein. Dafür haben sie jetzt dieses Labor, was da ist, gebaut. Was wir ja in der ersten Folge schon mal im Rundgang angeguckt haben, da wo ich in das weiße Ding gesprungen bin. Es ist, glaube ich, nicht die Schule. Es soll auch noch eine Schule geben. Aber die habe ich noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Oder ist das die? Aber die ist doch viel zu weit weg von irgendwas. Das kann keine Schule sein. Vor allem hier ist so ein Pförtnerhäuschen. Oder ist das so eine Elite-Privatschule? Keine Ahnung. Ach, guck mal, da läuft wieder Bobby. Bobby ist auch da. Kann man die eigentlich theoretisch überfahren? Geht das? Ich habe ihn... Oh, es sind sogar zwei Bobbys. Nein, also, ich bin nicht das Schnellste. dieses Multitalent, wie heißt das da nochmal? Dieses, ja, dieses Multitalent halt, ne? Der Begriff, was die Frauen immer können. Ich bin da wieder gerade ein bisschen überfragt in manchen Begrifflichkeiten. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Oh wei. So, gucken wir uns einmal kurz hier an. Nochmal gucken, ob man da noch irgendwas Neues finden kann. Irgendwie neuen Loot oder so. So, ich park mal hier außen. So, das ist doch keine Schule. Das ist doch keine Schule, ganz ehrlich. Könnte gut als sowas durchgehen, aber es ist zu weit weg vom Schlag. Okay. Ich konnte einmal im Offline-Modus, wo ich hier ein bisschen spazieren gegangen bin, konnte ich da noch rein. Jetzt scheinbar nicht mehr. Ich glaube, da wird noch irgendwas später passieren. Irgendwas wird hier noch passieren. Irgendwas wird hier noch kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, guck mal, das weiße Ding ist weg. Yeah, ich stürze nicht ins Unendliche. Cool. Das ist ein Labor. Das ist doch ein Labor, ja. Irgendwas ist das. Irgendwas ist das. Lamellen sind davor. Also kommt da bestimmt irgendwann... Ist da irgendwas... Wo man dahin muss, ich irgendwas holen muss. Ich guck mal im Kopf, ob man da so irgendwie hoch kann. Kommt man da so vielleicht irgendwie hoch? Nee. Oder ich war gerade zu doof, kann auch sein. Wir haben noch unseren Turm dabei. Vielleicht mal irgendwie damit, mit Hilfe vielleicht mal. Vielleicht können wir vielleicht irgendwie anhand des Turms mal gucken, ob wir da hochkommen. So, wir gucken mal. Die Höhe müsste ja passen. Uah! Aua, aua, aua. Ich sollte besser springen. Geronimo! Es ist aber kein Loot und nichts anderes drin. Ich komme auch nicht aufs Dach drauf, ne?
Ja, doch. Ich kann mir noch irgendwas bauen, notfalls. Ich kann mir natürlich auch die Kisten hier nehmen. Das ging ja natürlich auch. Einfach nur mal so, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Ich weiß, vollkommen übertrieben, was ich hier gerade mache. Vollkommen übertrieben, aber wir gucken einfach mal. So, reicht das schon? Reicht noch nicht. Vollkommen übertrieben, gar nicht übertrieben. Ah, komm. So. Irgendwann werden wir hochkommen. Okay, jetzt sind wir oben. Aber auch hier, wie man sehen kann, nichts Besonderes. Eine schöne Aussicht hat man hier auf jeden Fall. Über das ganze Gelände. Da ist der See. Hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Aber es ist leider nichts. Okay, wir werden irgendwann bestimmt dahin kommen. Irgendwann kommen wir da bestimmt hin. Ich darf jetzt nur nicht runterfallen, sonst komme ich da nicht mehr da hoch. Lieber mal so. So, einmal aufs Auto. So, war mal einfach mal so ein kleiner Test. Okay, war interessant, aber ich war schon mal drin. Damals. Da ging es noch. Da konnte man sich das schon mal angucken. Das war relativ zeitnah, nachdem das Ganze hier losging. Also das mit den ganzen, ganz frisch. Da war das noch nicht verschlossen. Interessant. Dass das jetzt zu ist. Okay, das musste ich mal eben kurz gucken, weil das war unser Ziel damals. Da mussten wir allein wieder zurück. Haben wir das mal eben kurz begutachtet. So, wir nehmen das Autovehikel. So. Oh, schade. Moment. Dann können wir auch gleich zur Stadt fahren. So. Kommen wir da noch drauf? Das ist gut. Wenn wir das erstmal ein bisschen gerade setzen würden, wäre das super. Ja, super. Perfekt. Gut, machen wir es wieder auf. Hier ist sonst nichts mehr. Hier ist aber auch sonst kein anderer Eingang, ne? Hier ist sonst nichts. Das wird irgendwann mal irgendwas sein. Irgendwann wird hier irgendwas sein, da bin ich mir ganz sicher. Umsonst hat er das nicht hier hingebaut. Da wird man irgendwas finden, irgendwann. So, wenn die ganzen Quest-Sachen hier beginnen im Spiel. Ich glaube sowieso, dass wir das Spiel nicht großartig wiedererkennen, wenn es mal fertig sein sollte. Es wird nochmal ein paar Änderungen bestimmt noch kommen. Wir werden noch zigmal neu anfangen müssen. Aber es macht nichts, Spiel ist cool. Und es wird ja auch wirklich mit Mal zu Mal immer besser. Mit jeder großen Update-Welle. Gut, fahren wir mal zur Stadt. Jetzt haben wir das auch nochmal eben kurz mitgenommen. Dann fahren wir mal gucken. fahren wir mal kurz zur Stadt. Und da mal ein bisschen rumschauen. In den Schaufenstern. Ein bisschen shoppen. Platz haben wir ja. Und dann, wenn ich wieder da bin, dann würde ich mir gerne mal eine Schmiede, glaube ich, mal bauen. Oh, wird nebelig, ne? Bitte nicht. Oh, bitte kein Nebel. Oh, Alter, das ist so nervig. Bitte lass kein Nebel kommen. Das sieht schon so aus. Kann man hier eigentlich auch lang fahren? So am See entlang. Da vielleicht, ne? Genau, da war doch auch ein Weg. Hier war doch auch ein Weg. Uiuiuiui, heilige Scheiße. Okay, das sollten wir nicht so aufmachen. Hat bestimmt wieder ein paar Prozent gekostet. Aber, oh, da ist der Turm, ne? Von den, wo der Sniper manchmal ist. Letztes Mal, wo wir da waren, wo die Geisel, da hatten wir echt Glück, da war keiner da. Das ist das Camp hier, oder? Das ist ein anderer Turm. Ne, das ist das Camp.
Wahrscheinlich sind da auch wieder muntere Banditen, die wir mit großer Kraft beraubt haben. Eigentlich sind wir ja nicht anders als die Banditen, ne? Wir berauben sie ja auch. Die haben uns ja eigentlich noch nichts getan. Großartig. Wir sind eigentlich auch Bandit. Wir dringen ja auch in ihr Camp ein. Ich meine, die greifen uns sofort an. Die können uns ja mal fragen, ob wir nicht vielleicht mitmachen wollen. Keine Ahnung. Also im Prinzip sind wir auch Banditen. Wir zählen da auch zu. So, wie sieht's aus? Ach ne, Waffe habe ich nicht. Ich wollte nur mal kurz... Da steht einer, ne? Ja, da steht wieder einer. Da steht wieder einer. Der Respawn. Der Spawn. Der Spleen ist wieder da. Macht nichts. Mal kurz ins Auto gucken. Ja, das war kein großer Schaden. Haben wir Glück gehabt. Gut, folgen wir mal die Straße. Der Straße zur Stadt. Hoffe ich. Letztes Mal war die hier. Und das war von der Karte jetzt wieder relativ ähnlich, also gleich wie es damals war. Der hat die halt ein bisschen ausgedehnt alles, ne? Der hat das ein bisschen vergrößert. Es hat halt mehr Sachen, also die Fläche halt vergrößert. So, da konnten, da war die Eisenbahnschiene, ne? Da war noch ein Tunnel, glaube ich, irgendwo, letztes Mal. Es wird gleich neblig, ich ahne es. Guck mal, was hier war. Da geht's aber auch nicht weiter, ne? Es wird gleich neblig, ich ahne es. Aber ich muss mal eben kurz gucken, was hier war. Was hier war. Gar nichts, okay. Schön, dass es jetzt gerade nebelig wird. Schön, dass es jetzt gerade nebelig wird. Dann machen wir es mal lieber ins Auto auf. Auf ins Auto. Vorsicht. Eine angeknackste Knöchel kann ich nicht gebrauchen. So, ein Zug kommt nicht. Kein ICE oder sonst irgendwas in Sicht. Dann stürzen wir uns ins Auto. Und gucken mal, ob wir den Nebel irgendwie überstehen können. Können wir theoretisch auf unseren Kissen schlafen. Wobei, wenn man draußen ist, ich glaube, die fallen vom Himmel. Die spawnen da vom Himmel. Und dann kann sein, dass die gerade dann auf die Kiste fallen. Und dann... Es waren zwei Eingänge, ne? Es waren zwei Straßeneingänge zur Stadt. Und ich glaube, hier sind eine Menge Banditen. Ich glaube, hier sind eine Menge. Wenn ich jetzt so lange mal kurz übernachten könnte, in einem sicheren Ladenlokal, wäre das super. Da sehe ich schon einen. Oh, ist das ein Hydrant? Da gehen sie. Da gehen sie schon. Ja, super. Da ist noch einer. Ja, cool. Toll, super. Es sind so viele wieder mal. Wir gucken uns erstmal hier um. Da ist noch ein Haus. Da können wir vielleicht, wenn da keine Zombies drin sind, vielleicht übernachten. Da sind sie. Weil es wird gleich nebelig. Was für ein großes Haus. Super. Cool. So ein Haus möchte ich aber auch gerne. Guck mal, wie schön groß. Oh, was? Warum? Okay. Das große Looten geht weiter. Okay. Ein paar Bücher könnte man eigentlich mitnehmen. So für lange Nebel nach Mittage. Man weiß ja nie, was man so machen kann. Der Kühlschrank, also irgendwo muss es noch einen Kühlschrank bestimmt geben, den man mitnehmen kann. Das wäre traurig, wenn es das diesmal nicht gäbe. Oh, hier sind die Schränke, die damals in dem weißen Haus gefehlt haben, ne? Glaube ich. Da sind ja ein paar weniger. So, was haben wir denn da? Eine Zigarette für... Ja, der Nebel ist schon da. Eine Dose Futter, also verhungern tun wir nicht in der Zeit, wo wir hier auf den Nebelrückgang warten. So, wo können wir übernachten? Hier war die Küche. Die Tür haben wir leider nicht.
Guck mal, wie schön groß. So ein Haus würde ich auch gerne bewirtschaften. Ganz ehrlich. Ach, guck mal. Aha, wir befinden uns also endgültig in Russland. Aha, ein bisschen Kohle. Warum frisst ihr meine Kohle? Ich muss die Kohlenhydrate. So, wir schlafen gleich irgendwo in der Ecke. Ich muss nur einmal kurz gucken. Wenn ich noch irgendwas ist. Zombies sind ja draußen, wenn überhaupt. Das ist kein Brett für uns. So, was haben wir denn hier? Oh, guck mal, wie schön. Auch dieser Spiegel ist aber wie alle anderen nicht für uns gedacht. Die Engine ist einfach nicht stark genug. Oder wir sind einfach wirklich Vampir. Wir sind wahrscheinlich einfach nur Vampir. Ach, guck mal. Ein anderfarbiges T-Shirt. Oder Hemd. Cool. Können wir mal ja, ein bisschen Wäsche zum Wechseln. Eine Crowbar. Okay, okay, da sollte ein Tisch stehen. Eine schwebende Lampe. Alles klar. Eine schwebende Lampe. Okay, das... Ja. Das ist eine Lampe aus der Zukunft mit Hover-Umbau. Eine fliegende Lampe. Alles klar. So, was haben wir denn hier Schönes? Nettes Haus. Eine Autobatterie, natürlich. Im Waschraum. Ein Hemd, nicht für uns. Ein Baseballschläger. Ein bisschen was finden wir. Und es geht... Was? Haben die Häuser jetzt auch Keller? Was? Die Häuser haben jetzt auch Keller. Guck mal. Das ist doch mal ein geiles Haus. Warum kann man sowas nicht bauen? Oder nicht irgendwie besetzen? Also jetzt richtig als Base, meine ich. Man kann es natürlich hier besetzen. Nur es kann natürlich sein, dass dann... Herr Lundström ist auch da. Und da steht er nebenan als... als Modell. Ein weiterer Koffer zum Mitnehmen. Das ist ganz gut. So. Da war die Treppe. Guck mal, wie schön groß der Keller ist. Alter Schwede. Voll der große Keller. In irgendeiner Ecke können wir bestimmt schlafen. Gucke mal, gucke mal. Oh, aha. Eine weitere Kiste. Ja doch, eine kriegen wir, glaube ich, noch hin, ne? Eine kriegen wir, glaube ich, noch hin. Weil dann können wir... Aha. Okay, wir haben jetzt wie viel Schuss? 20 noch im Reserve. Das heißt, haben wir jetzt gefunden 3 Schuss. Gefällt mir gut. 3 Schüsse. So, da liegt nichts. Mein Gott, wie riesig hier. Das ist ganz schön groß. Was liegt denn da? Aha, ein Revolver. Ein Revolver. Auch nicht schlecht. So, diese Kiste nehmen wir uns natürlich. Eine Doppelkiste, schön. Und wir... Zwei Kisten von der Sorte. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die irgendwann alle respawnen, despawnen und dann sind die Gegenstände alle weg, die da drin waren. Das wäre nicht ganz so schön. Guck mal, das soll nicht so sein, glaube ich. Das sind zwei Kisten. Geil. Cool. Und ein Koffer. Da haben wir wieder ein bisschen Looting. Looting-Spaß. Guck mal, hier hat sich aber irgendeiner eingenistet, ne? Irgendeiner hat hier gewohnt. Irgendeiner hat hier gewohnt. Cool. Okay, da ist ja eine Kiste. Von dem Weg hier wieder rausfinden. So ein riesengroßer Keller. So ein riesengroßer Keller, Alter. Da war noch irgendwas. Ah, ne. Nur ein paar Bretter. Ein Motor. Geil. So einfach. Alter, wir können so viel mitnehmen. Auweia. Übersteigt unsere Vorstellungskraft. Unsere Kapazität. Was wir hier für Munition haben, Alter. Meine Güte, wir können richtig... Wir können wirklich im 4. Weltkrieg hier gewinnen. Anfangen und beginnen. Und enden. Cool. So, wo ging es jetzt hier raus? Wo war denn jetzt? Oh Gott. Hier nicht.
Da auch nicht. Also, da auch nicht. Hä? Na nu. Wo war denn jetzt der Weg? Wo war denn jetzt der Weg, verdammt? Wo war der jetzt? Verdammt! Verdammt! Ich werde sterben. Ich werde hier verhungern. Ach, hier. Ach, da ist der Weg. Okay. Alter, okay. Sorry, mein Fehler. Okay, ich brauche gar nicht zu schlafen, so viel Zeit, wie ich hier verschwende, hier in dem Häuslein. Brauche hier gar nichts übernachten. Ich kann vielleicht die Kissen so auf die Tür stellen, da kommen die eh nicht durch. Das mit dem Hühner geht, das ist eine gute Idee. Da kommen die da nicht durch. Und das ist natürlich noch eine bessere Idee. Einfach irgendwas in die Tür stellen, was die dann aufhält. Wir holen natürlich alles mit, was wir hier haben. Alles mitnehmen, alles nach oben. Und dann irgendwie gucken, dass wir das irgendwie mitnehmen können. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir können die Schränke auch an die Seite packen. Also irgendwie kriegen wir schon hin. Und diese beiden kriegen wir auch noch irgendwie. Hallo? Was ist denn los hier? Okay. Ich konnte gerade nicht die Treppen steigen. Ich war zu schwach, die Treppen zu steigen. So. Geronimo nach oben. Hallo? Was ist denn los jetzt? Also ehrlich, ehrlich, ehrlich. So. Also das erste Haus, was wir hier geguckt haben, war schon echt vielversprechend. Das war schon echt gut. Jetzt haben wir uns noch die Schränke. Die können wir dann in unser Dachlager reinsetzen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Unser Dachlager. Mein Gott, das hier. Ich bin so vergesslich, Alter. Ich vergesse hier sofort alles. Okay, von da kommen wir. Okay. Aber hier doch, war doch irgendwo. Alter! Oh, Halleluja. Halleluja! Geil. Okay, hier geht's auch noch irgendwo hin. Da war der Koffer, genau. Da war der Kofferhoffer. Da war der Koffer. Den lassen wir auch nicht hier. Den lassen wir natürlich auch nicht hier. So, komm. So, dann war das... Da hoch, ne? Genau. Ich lasse den Koffer mal als Zeichen dafür, dass ich... Der ist aber auch manchmal sehr... Das ist aber sehr ärgerlich manchmal hier mit den... Okay, ich lasse ihn mal hier so stehen, damit ich weiß, wo was ist. Wo ich hinterher wieder hoch muss. So, also hier sind sie nicht gewesen. Da sind die Schränke, genau. Da sind die Schränke. Frank, der Schrank, hat uns richtig was gegeben hier zu mitnehmen. So, die stellen wir mal dahin, dann wissen wir auch Bescheid. Und da sind die anderen Schränke da. Wunderbar. Was wir, wie gesagt, finden, brauchen wir nicht selber zu bauen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Was wir selber finden, brauchen wir nicht zu bauen. Wir haben den ganzen Nebel jetzt hier unten bearbeitet. Aber wie kommen wir hier? Hallo? Okay, irgendwie hakt das da unten ein bisschen. So, alles rausholen. Was wir haben, haben wir. Hier wird bestimmt noch einiges an Material kommen, was wir hier finden werden. Dann haben wir das schon mal. Haben wir schon mal was, wo wir das reintun können. Ich bin mal gespannt. Ich habe eigentlich vor, auch wie in der alten Staffel, mir wieder so ein kleines Apartment hier zu bauen. Oh, so das Apartment in der Stadt. Gucken wir mal, ob wir das irgendwann mal hinkriegen.
Fand ich mal gar nicht mal so schlecht. So oben auf dem Dach drauf. So ein kleines Penthouse. Das war, fand ich gar nicht mal so schlecht. So, ich höre aber auch nichts. Da scheint auch nichts draußen loszugehen. Da scheint nichts los zu sein draußen. Also können wir hier ganz in Ruhe. Ja, ganz in Ruhe ist gut. Die Nerven, die sind wieder mal. Die spielen wir mit unseren Nerven. So. Nehmen wir das auch. Alles schon mal an die Tür stellen. Dann brauchen wir das dann nicht erst wieder aus dem Keller zu holen. Auf einmal haben wir. Gut, gleich geschafft, keine Sorge. Keine Sorge, keine Sorge. Wir machen gleich weiter mit der Erkundung. Nur das muss ich mal eben kurz hier rausschaffen. Huch. Huch. Schrankweitwurf. Warum auch nicht? Wenn wir den Kofferweitwurf machen, kann man den Schrankweitwurf machen. So, ich lasse es mal hier so stehen. Kann man vielleicht mal irgendwann mit dem Auto. Alles mal holen. Okay. Wie sieht's aus? Da sind welche. Okay. Ich schlafe mal unten im Keller. Das ist, glaube ich, sicherer. Ich schlafe mal hier im Keller. Und? Und? Oh, dauert aber lange. Mittagszeit. Zombie, Mittagszeit, Mittagspause. Perfekt. Sehr dunkel hier, ne? Ja. Der Nebel durchdringt hier alles und erhellt auch alles. Hä? Gerade war der Keller viel heller. Warum? Warum? Okay, ich kann manchmal nicht hoch. Ich komme hier manchmal nicht hoch. Das ist interessant. Der Nebel durchdringt ja alles und erhellt auch alles. Sobald er weg ist, ist alles dunkel. Okay. So, viele Freunde. Willkommen in der Town, in der Stadt. Werden wir hier viel abstauben, auch wenn Schrot ist, in unseren Lungen, wird hier viel los sein. Wahrscheinlich schon. Wir haben schon einige Banditen gesehen, die sich hier. Ah, da liegen schon ein paar Zombies noch. Okay. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Die Stadt ist ein bisschen anders aufgebaut, als man es kannte. Können überall Banditen sein. Können überall welche sein. Deswegen Obacht. Ach, guck an, da liegt wieder einer. Das ist der gleiche, ne? Ja, ich glaube ja. Das ist, glaube ich, der gleiche. Na gut. So, Zombie. Lagerhalle. Okay. Ein leerer Lagerhalle. Hier ist keiner. Heißt aber nicht, dass das so bleibt. Das heißt gar nichts. Oh, Benzin haben wir. Components. Wir müssen gleich mal wieder ein bisschen abladen gehen. Wir können noch ein bisschen was kloppen. Metallklopping. Die spawnen wahrscheinlich erst gleich wieder irgendwann, ne? Es bleibt nicht lange ruhig, garantiert. So, wir nehmen uns alles Mögliche mit hier.
Aber in den Autos ist ja schon mehr drin, als früher war in der Stadt. Die Stadt war früher sehr, in den Autos sehr mau. Ist auf jeden Fall schon mal mehr zu holen. Vor allem Benzin gibt es hier jetzt mehr. Okay. Das heißt, wir brauchen unseren Kanister. Ob es eine gute Idee ist, jetzt hier Benzin abzuzapfen? In der Zeit spawnen bestimmt die bösen Buben, oder? Unser Auto war da vorne, ne? Den parke ich vielleicht da vorne beim Haus. Kann man da schon mal ein paar Schränke draufsetzen. In der Zeit, wo ich jetzt hier zurücklaufe, spawnen bestimmt alle Banditen. Genau, ich könnte. Genau. Die rechte Seite lasse ich. Die beiden, die ich gefunden habe, setze ich da drauf. Dann kann ich nämlich noch da oben drauf klettern. Genau, das schaffen wir eigentlich noch ganz gut. Und die Kisten können wir irgendwann mal holen. Genau, da haben wir nämlich dann die Militärkisten auch noch gut benutzt. Ach so, gibt's hier keinen Weg? Gibt es nur eine Straße? Diesmal. Okay. Es gibt diesmal wohl nur eine Straße. Oder die ist noch nicht fertig. Beides ist möglich. Fahren wir mal hier so. Egal. Ein bisschen was haben wir gefunden. Ist ganz gut. So, kann man ja schon mal ein bisschen was einladen, weil die Kisten nehmen wir ja sowieso gleich mit. Guck mal, neues T-Shirt. Meine Güte. Und eine neue Weste. Hatte schon gelohnt, das erste Haus. Mal sehen, was wir noch finden. Eine neue Batterie. Wir könnten theoretisch uns schon ein paar Ersatzautos zusammenkloppen. Ohne eine Zündkerze. Die wir bestimmt auch irgendwo finden werden. Wir essen gleich mal was. Eine neue Crowbar. Und einmal neue Handschuhe. Dann haben wir das schon mal gefüllt. Ich glaube, die sind gerade nicht da, ne? Ich glaube, die sind gerade nicht da. Könnte ganz gut sein. Ach ja, ich wollte die ja behalten, Alter. Ich wollte ja da. Die lasse ich drin, wenn ich wieder mal in die Tür ein Hühnergitter reinbauen wollte. Deswegen habe ich die dabei, die Sticks und die Components. Der Trick klappte ganz gut. Dieser Trick klappte ganz gut. So, müssen wir irgendwie die Kisten hier rausdrehen. So, das mal so da so drauf. Ganz schön mutig hier. So. Wir erhöhen unseren Jagdturm. So, du kommst auch noch drauf. Ich hoffe, es klappt. Einmal seitlich drehen und jetzt erschießen sie uns von hinten. Pass auf. Jetzt erschießen sie uns von hinten. Na, siehst du, es wird eng. Es wird sehr eng. Aber wir können das Ding vielleicht noch ein bisschen schieben. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ich brauche eine Axt. Muss ein bisschen Platz haben. So. Bitte nicht schmeißen die Kiste. Das ist keine gute Idee. So, das haben wir dich da. Dich kriege ich nicht mehr. So, dass das Ding jetzt auch noch irgendwie, dann schaffen wir das doch. Dann können wir trotzdem noch auf den Turm drauf. Haben eine gute. Dann können wir theoretisch noch einen sogar noch draufsetzen. Hauptsache, wir kommen da irgendwann drauf. So, können wir hier seitlich drauf.
Klappt sogar. Sehr gut. Heute klappt es ganz gut. Heute klappt es ganz gut. So, ein bisschen drehen. Siehst du mal. Geil. Funktioniert. Cool. Das funktioniert schon mal ganz gut. Weil wenn es so hoch wird, kommen wir ja nicht mehr dran an das ganze Zeug. Zum Looten. Und so geht das noch. Geil. Jetzt muss der Wagen nur noch gut fahren, dann ist das gut. Dann ist alles gut. So. Noch einmal kurz nach oben. Dann setzen wir die noch da oben drauf. Nein! Boah, warum, Alter? Das ärgert mich so... Das ärgert mich total. So eine verfickte Scheiße. Mann, diese verdammten Kofferweitwürfe. Mann, was soll der Kack, ey? Hoffentlich macht er den Bug bald mal raus. Auch wenn das... Das ist nicht... Der größte Ärger ist es nicht, aber trotzdem. Es nervt einfach nur. Dieser blöde Weitwurf. Ah, Mann, Alter! Das gibt's doch alles nicht. Oh Mann, ey. Oh, was soll der Scheiß? Hat er früher nicht gemacht. Oh Mann, ey. Das ist ja das reinste Comedy-Let's Play hier. Das reinste Comedy-Let's Play. Meine Fresse. Bitte nicht. Ja, bitte. Also, ganz ehrlich, ne? Ich sag nur eins. Alt F4. Damit drohen wir im Spiel jetzt. Alt F4. Jetzt stellen wir es einfach dahin. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht. Das muss ja nicht ganz oben sein. Scheiße Hund drauf. Die anderen Schränke kriegen wir auch noch an die Seite. Das ist das kleinste Problem. Das haben wir ja schon mal gemacht. Seitlich passt das noch. So, dann können wir uns gleich mal weiter die Stadt angucken. So, seitlich ging das hier so, ne? Genau, das passt noch. Hoffentlich finden wir hier nicht so viele Schränke. Irgendwann bricht das Auto noch zusammen unter der ganzen Traglast. Und ich nervlich. So. Ja, super. Schrankweitwurf. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen, Spiel. Das hält doch nie im Leben so. Oder doch? Das hält doch nie im Leben. Oder hält das doch? Das hält. Aber das hält nicht. Oh, verfick doch mal, Alter. Warum hält denn das jetzt nicht? Oh Mann, ey. Schwebt in der Luft. Oh, so ein Scheiß. Oh Mann. Aus welchem Grund hält... Passt das denn jetzt hier nicht? Oh, Alter. Alter Verwalter. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das kann doch alles gar nicht sein. Nehmen wir uns den Koffer da raus. Den Koffer da raus, habe ich gesagt. So. Ah, nee, Nase juckt. Vor Stress, den ich mir hier mache. Warum mache ich das auch? Warum mache ich das auch? Weil ich einfach sage, das sind ordentlich Stauraumdinger, die man hier mitnehmen kann. So, kriegen wir das vielleicht an die Seite noch. Weißt du, der Schrank da oben, ja, den nimmt er so mit, ja. Aber die Kiste, die bleibt oben in der Luft hängen. Das, ich frag nicht weiter. Dieser Blödsinn. Ist sowieso schon unrealistisch genug, dass man ja ohne irgendwelche Gurte das alles heil hier wegkriegt. Das ist so geil, der Schrank. Fällt da genau da oben drauf. Alles klar. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den auch mal hier hinkriegen. So, bleibt jetzt alles so, wie es ist. Bleibt jetzt alles so, wie es ist.
Ja, scheinbar ja. Okay, wunderbar, cool. So, Banditos, wo seid ihr? Ich hoffe, noch am Pennen. Ach ja, den Kanister wollte ich ja mitnehmen. Oh, verdammt. Den Kanister. Wenn die Autos schon mal hier sind. Benzin ist das Wertvollste mit. Also gucken, dass wir das Benzin jetzt schon mal irgendwie hier abzapfen. Fill the can, fill the can, fill the can. Jawohl, wir haben wieder ordentlich was dabei. Das ist ganz gut. Wollen wir ordentlich tanken. Der Spritpreis ist ganz günstig im Moment. Wir kriegen es gerade umsös. So, perfekt. Gut, wie sieht es denn hier aus? Ein bisschen Sorge hier wegen Banditen, ehrlich gesagt. Aha. Aha, man hört schon wieder ein paar Raucherlungen. Batterien und so ein Krempel. Überall Benzin, das ist aber jetzt anders. Ne? Das war in der alten Stadt, also in der vorherigen Version, war hier war es sehr spärlich und geizig gehalten. Sind über uns, ne? Die sind über uns, natürlich. Ein Zahnrad, was man nicht mitnehmen kann. Ja. Woher hat der Computer eigentlich den Strom? Der ist noch gerade an, oder? Woher hat der. Ach, guck mal, eine neue Kiste. Oh nein, eine neue Kiste. Oh nein. Eine neue Kiste. Und auch die ist doppelt, oder? Auch die ist doppelt, scheinbar. Scheinbar ja. Auch diese ist doppelt. Nee, doch nicht. Doch nur einzeln. Aber ich kann sie trotzdem nicht wirklich mitnehmen. Hallo. Wackel, wackel. Ist aber drin. Nee. Also wir finden ja doch noch ein paar Kisten. Wir können auch nur die Holzkisten nehmen aus Auto. Das geht natürlich auch. Weil die haben die gleiche Kapazität wie, die großen Militärschränke, Truhen. Sehen aber geiler aus, die Militärdinger. Die sehen definitiv geiler aus. So, hier war nix. Hier ist der Hinterhof. Muss ein bisschen aufpassen hier. So, da oben sind die Zombies drin. Könnten theoretisch jetzt unser Hühnergitter dahin setzen. Würde vielleicht funktionieren. Morgen! Guten Tag! Oh, fast gemein, oder? Es ist schon fast gemein. Es ist schon fast gemein, aber nur fast. Es ist doch irgendwie fast gemein. Oh, scheiße. Daneben, daneben. Natürlich. Hey, der Breakdance Zombie Blues. Hallo? Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab alle verschossen, verdammte Scheiße. Ah. Okay, das klappte auch. Das war ganz gut. So, wir haben ein paar Pfeile verschossen. Der Trick ist ganz gut. Der klappt ganz gut. Ah, okay. Da sind die Pfeile. Okay, alles klar. Dankeschön, dass wir die Pfeile wieder gekriegt haben. Aber irgendwie ist das hier alles noch nicht ganz so.
Wir dürfen nicht alles mitnehmen, ne? Wir dürfen nicht alles mitnehmen. Schade. Oh, wieder ein Deutscher. Ein Deutscher in Russlands Besuch. Das ist doch gut. So, dann haben wir da noch diesen Pfeil. Das klappt aber gut mit dem Trick, mit dem Türchen. Das gefällt mir ganz gut. Ein bisschen Salz, kommt der Hals. Ein bisschen Metal Scraps hier. Ein bisschen, das dürfen wir mitnehmen. Duct Tape, huhu. La 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 la. Duct Tape, huhu. Und Munition für unsere Sniper. Ist das nicht geil? Ich glaube schon, oder? Ja, geil. Wir sammeln uns wieder Munition zurecht. Das sind wieder welche, ne? 4 Schuss haben wir wieder für unsere Sniper. Cool. Damit können wir schon wieder was anfangen. So, dann nehmen wir jetzt unsere Axt. Wir nehmen uns jetzt unsere Axt. Axt, 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 Axt. Und machen dieses Tor wieder kaputt. Hallo, wegstecken. Dankeschön. So, dann drücken wir mal ins Menü. Tauschen das Ganze mal aus. Und dann nehmen wir uns das Tor wieder auseinander. Wir kriegen zwar nicht alle Komponenten wieder zurück, aber ein paar. Super, hat doch schon gut funktioniert. Hat doch gut funktioniert. Wir haben auch einfach nur Glück, dass die Banditen gerade scheinbar zu Tisch sind. Und so kriegen wir die echt gut weg. Das ist ganz gut. Looting the town. Easy made. Ja, mein Englisch ist furchtbar, ich weiß. Ein Messerchen. Oh, Lashing. Lashing. Lashing, Lashing. So. Wir haben Durst, ich weiß. Da oben sind diesmal keine Zombies. Dafür genügend Munition. Geil. Für die Sniper. Ist das nicht schön? Ah, geil. Können wir wieder ein bisschen üben. Ein bisschen Kasperkopfschießen machen. Na komm. So. Geil. Hat sich schon gelohnt. Die Fahrt zum Mond hat sich doch echt gelohnt. Haben wir denn irgendwo noch Components, habe ich gesehen. Da war noch... Nee, doch nicht. Hat die gleiche Farbe. So, Bandidos. Wo sind sie, die guten Bandidos? Okay, das ist alles noch nicht so ganz. Guck mal, das Sprite. Die bleibt bei 100% komischerweise. Huch. Warum liegt der da noch? Okay, hier spawnt wahrscheinlich schön. Fleißig. Wäre auch cool, wenn man plötzlich hier in ein Zimmer reinkommen würde, wo die alle schlafen oder so. Dann überrascht man die quasi. Das wäre auch krass. Das wäre auch so krass. So Überraschungsangriff oder so. Okay, noch mehr Nähzeug. Wozu braucht man das eigentlich? Irgendwas zum Nähen, ne? Natürlich, wozu braucht man Nähzeug sonst? Dumme Frage von mir. Eine sehr dumme Frage. So, machen gleich mal einen Folgenbreak. Dann gucken wir mal weiter in der Stadt ein bisschen rum. Aber ich habe ja schon einiges hier gespielt. Wir waren ja schon. Ich möchte ja nicht so eine lange Folge von machen. Guck mal, ist alles. Ja, gemütlich haben sie es ja schon irgendwie eingerichtet. Gemütlich ist es jetzt schon. Wir finden noch ein bisschen was. Ist doch ganz gut. Wir machen uns ein bisschen was hier. Wir sammeln uns ein bisschen was zurecht. Wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir überleben. Das gefällt mir ganz gut. Bis jetzt kein Bandit in Sicht. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Weil ich nicht weiß, wo die sonst sind. In LKWs, ist da irgendwas? Nee. Die sind einfach gerade nicht da. Das ist das einfach, ganz einfach. Die sind gerade einfach nicht da.
Das gefällt mir. War ich jetzt hier schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, ne? Ich war ja schon. Hier war ich schon. Wie sieht's aus? Wir sind voll. Wir sind Full House. Ah, ein Ladenlokal. Das ist ja gut. Ein Ladenlokal. Winterhandschuhe. Ein Tüchlein. Da ist mir wieder mal... Ich bin zu fett! Ich komme hier nicht durch! Duct Tape. Ein Tüchlein fürs Klo. Aber nicht so fressen. Das scheint... Die sind gerade noch nicht im Dienste. Die haben gerade noch kein... Achso, wir sind voll. Können wir vielleicht mal eben kurz... Wir haben auf jeden Fall mal Durst. Dann nehmen wir mal... Wir nehmen mal das hier. Dann haben wir ein Feld mehr frei. Dann können wir auch mal direkt unser Futter... Und ich hoffe, wir werden nicht... Raw. Roh. Das wird das Problem sein, oder? Das war, glaube ich, das Problem. Man muss die erst braten, glaube ich, ne? Habe ich die nicht gebraten? Scheiße. Ich habe die nicht gebraten. Ah, das wird das Problem sein. Kann ich die jetzt nachträglich noch braten? Das ist die große Frage. Ich esse sie natürlich jetzt nicht. Ich esse sie natürlich jetzt nicht. Erstmal die Kartoffeln mal eben kurz. Ah, das ist genau das Problem, was wir hatten. Oh, nee, wir haben die nicht gebraten. Nein, deswegen sind wir auch, haben wir auch Lebensmittelvergiftung. Oder habe ich das... Ich habe das doch... Habe ich das nicht doch gebraten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin gerade so unsicher. Ich bin gerade echt unsicher. Ich muss nochmal zurück die Folge mal angucken. So, wir gehen mal kurz in unserem Auto. Banditen sind ja nicht hier, zum Glück. Laden wir ein bisschen was ab. Und dann machen wir uns auf und erkunden weiter die Stadt. Jetzt, wo die gerade mal schön banditenfrei ist. Aber das Übertun und Rüberschieben, das mache ich ja im Offline-Modus. Das müsst ihr nicht mit ansehen. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter hier bei Mist Survival auf meinem Kanal. Ich danke euch fürs Zusehen. Gerne mal Kommentare da lassen mit irgendwelchen Kritikpunkten, Tipps und Tricks, Anregungen und so wie Lob und sowieso. Ja, ich freue mich drauf. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter hier mitten in der Stadt. Bei ein bisschen Einkaufen, bisschen Bummel, bisschen Schaufensterbummel und Zombiebummel. Ja, ich freue mich darauf, wie es weiterläuft. Also dann, macht es gut. Ciao mit V und schon mit Ö. Dann geht's weiter. Demnächst geht's weiter mit einer weiteren Folge von Mist Survival auf meinem Kanal. Macht es gut. Bis denn dann. Und vielen Dank fürs Zuschauen.